Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Sonja. Und Sonja schreibt auch eine E-Mail für uns. Hallo Dandy, hier ist nochmal mein Zoo zum Thema Dschungel, Tropen. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber soweit bin ich mit meinem Werk sehr zufrieden. Ich habe ein paar Workshop-Elemente verwendet, vor allem das Restaurant am See, wenn auch stark umgebaut, und das Gorilla-Haus und ein paar kleine Dekosachen. Der überwiegende Anteil an Gebäuden und alle Gehege sind aber von mir selbst gestaltet. Der Rundweg beginnt, wenn du am ersten großen Platz dich links hältst und ist dann ausgeschildert. Viel Spaß beim Besuchen und viele Grüße, Sonja. PS, der Zoo darf auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das heißt, der Zoo ist für euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr ihn runterladen und auch mal selber ausprobieren. Aber jetzt werden wir ihn uns erstmal gemeinsam mal anschauen. Der Speicherstand heißt übrigens Jungle Adventure, also ich gehe auch mal davon aus, dass dein Zoo dann den gleichen Namen trägt. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend, weil auf ein Dschungelabenteuer habe ich definitiv Lust. Scheint ja auch sehr heiß zu sein, so wie die Leute hier sich den Schweiß von der Stirn wischen und sich Wind ins Gesicht wedeln. Okay, gehen wir mal hinein in das Dschungelabenteuer. Personal. Eine fliegende Tür. Okay, die jetzt vielleicht noch ein bisschen runter platzieren sollen. Finde ich aber eigentlich eine gute Idee, dass du sowas versteckst. Aber ich sehe schon mal plätscherndes Wasser. Oh, das sieht voll cool aus hier mit diesem Wasser hier hinten. Der Startpunkt hier oben sieht ein bisschen unrealistisch aus, aber sonst sieht das voll cool aus. Wie so Wasser, was wirklich an so einer Wand runterfließt. Mega. Das gefällt mir. Auch eine schöne Geräuschkulisse. Oh, hier ist auch nochmal Wasser. Ach toll. Auch sehr schön begrünt hier alles. Sehr dschungelmäßig auf jeden Fall. Sieht schon mal super vielversprechend aus. Hast auch eine sehr gute Pflanzenwahl hier getroffen. Das passt sehr gut zusammen. Cool. Hier sind auch Boxen. Ich höre aber gerade gar keine Heuchmusik. Ich weiß es nicht. Sieht aber cool aus irgendwie. Nur der Ursprung stört mich ganz so ein bisschen da. Also es sieht ein bisschen unrealistisch aus. Aber jetzt kommt Musik. Ah, okay. Perfekt. Aber das ist eine coole Idee hier. Ist mal was ganz anderes. Und links und rechts geht dann so eine Treppe hoch. Sehr cool, wirklich. Und hier ist auch dann nochmal so ein richtig großer Baum als Highlight. Da hast du auch so Laternen rangemacht, so bunte. Finde ich mega cool. Also wir sollten uns auf jeden Fall dein Zoo nachher noch im Dunkeln anschauen. Finde ich richtig coole Idee, dass du hier so einen schönen Baum in die Mitte platziert hast. Mit ein paar Laternen. Das ist der erste große Platz, an dem wir uns links halten sollen. Das habe ich nicht vergessen. Gibt es dann auch ein Infogebäude. Oh, auch sehr süß dekoriert. Ist ein relativ simples Gebäude so von den Mauern und vom Dach her, aber hast du ganz süß gestaltet. Gefällt mir. Kann man sich dann so eine Infobroschüre oder sowas holen. Und nochmal ein bisschen dekoriert. Ach toll. Ich glaube, das wird ein richtig cooler Zoo. Freue ich mich schon drauf. Oh, hier haben wir, glaube ich, das erste Gehege schon. Ja, die Aldabra-Schildkröte. Auch wieder sehr gut gemacht. Man guckt von oben nach unten. Das heißt, man kann sehr viel erkennen. Oh, auch sehr cool hier. Das Wasser, wie das hier runterplätschert. So, die eine oder andere Düse hättest du noch ein bisschen besser verstecken können. So links und da vorne. Aber ansonsten sieht das schon sehr gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Und dann auch sehr süß, wie die Schildkröten hier über diese Baumstämme rüberklettern können. Ach toll. Das sieht schon cool aus. Gefällt mir. Hier kann man auch nochmal gucken. Auch sehr süß. Hier hast du auch sogar noch Licht und so reingemacht. Also sehr viel Liebe zum Detail. Und das hast du auch selber gebaut hier mit diesem Holzbrett, wo man sich nochmal abstützen kann, ne? Interessant. Und auch hier diese Pfosten hast du selber gebaut. Cool. Finde ich toll. So, was haben wir hier noch? Ah, hier gibt es dann noch Essen, Trinken. Auch cool mit den Deko-Elementen an der Wand. Kann man, glaube ich, sogar nach oben, ne? Oh, das scheint beliebt zu sein. Ich will auch sowas. Was ist denn das? Pip-Shot. Keine Ahnung. Hier ist die Toilette. Okay, gehen wir mal hoch. Ah, männlich, weiblich. Wir gehen natürlich hier hin. Tada. Perfekt. Okay, kann man nochmal hoch. Ich dachte jetzt eigentlich, man kann hier sitzen oder so. Aber nicht schlecht, dass man hier, wenn man zur Toilette geht und ansteht und wartet, nochmal den Ausblick auf ein Gehege genießen kann. Ja, das finde ich jetzt aber gemein, dass die Frauen den Vorteil haben hier. Die Frauen können hier stehen und die Männer... Okay, die Männer haben jetzt auch nicht so einen schlechten Ausblick. Definitiv nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Man kann sogar die Schildkröten von den Männern aussehen. Doch nicht gemein. Oh, das sieht ja cool aus hier. Dieser Glastunnel.
Nice Idee. Was sehen wir denn hier unten? Das sind Bongos, ne? Ne, ach, Okapis. Ah, ich verwechsel die immer, ne? Bongos haben ja hier so Hörner. Geweih. Okapis glaube ich nicht. Aber der hier hat auch Geweih. Immer nur so ganz kleine. Also nicht wirklich Geweih. Ich weiß den Unterschied auch nicht. Ist aber cool. Hier sind auch noch Mandrills drin oder Mandrills. Die können ja auch hochklettern, sogar auf den Tunnel drauf, so wie es aussieht. Einmal hier so oben drüber. Ziemlich cool gemacht. Oh, was machen die da? Ihr seid ja süß. Oh, die kämpfen. So viel dazu. Hey, die kämpfen halt wirklich. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, die. Oh mein Gott. Lasst euch heile, Dudes. Hallo, jetzt ist auch mal gut. Alter, die treten sich sogar ins Gesicht und alles. Alles klar, ey. Richtig am Ausrasten. Guck mal, da klettert er jetzt hoch. Nee, doch nicht. Nur angetäuscht. Hat ziemlich cool gemacht. Gefällt mir. Ich mag auch die Gehegegestaltung sehr gerne, die du hier benutzt hast. Hast ja auch eine natürliche Barriere gemacht. Das ist alles sehr schön gestaltet. Definitiv. Auch mit dem Boden anpinseln sehr gut. Schöne Höhenunterschiede drin. Super interessantes Gehege. Auch cool, dass die Affen hier so hochklettern können. Finde ich mega. Ganz toll. Und das als von der Toilette aus. Diesen Ausblick. Nicht schlecht, oder? Ziemlich nice. So. Ja, hier gehen wir mal nicht lang. Wir sollten uns ja links halten. Das heißt, Rundgang. Hier gehen wir lang. Aber der Hintergrund sieht auch schön aus. Fällt mir. So, was haben wir denn hier? Oh. Oh, da macht sogar gerade einer Show. Aber leider in die falsche Richtung. Die machen beide Show. Ja, die wollen gerade den Weibchen da imponieren oder so. Interessant. Die imponieren halt wirklich den Weibchen. Das sieht ja voll cool aus. Das wusste ich gar nicht. Hm. Nicht schlecht. Die haben ja auch wieder eine coole Brücke. Oh, das ist ja auch so ein Fluss, glaube ich, ne? Der fließt auch hier hinten runter. Ich glaube, du hättest hier so ein bisschen unruhiger das Wasser noch gestalten ruhig können. Also, dass hier vorne das noch so fließt und so mit Stromschnellen. Wäre, glaube ich, realistischer gewesen, wenn es da wirklich runterfließt. Können wir nachher mal von oben gucken. Ich glaube, du hast ja auch ruhiges Wasser genommen. Bei so Flüssen ist es eigentlich immer besser, das unruhige Wasser zu nehmen. Könnt ihr mal ausprobieren. Seht ihr mal den Unterschied? Ja, wow. Aber ihr seht schon, ne? Also das ist jetzt das unruhige Wasser. Ihr seht schon, das plätschert also ein bisschen mehr. Das sieht mehr so aus wie fließendes Wasser. Wir machen uns einfach mal rückgängig. Oh. Das war ich nicht. Immer diese Experimente in euren Zoos. Nee, ich glaube, du hättest hier echt das unruhige Wasser lieber nehmen sollen. Ah, hier plätschert das runter. Das ist, glaube ich, so ein Fluss, der durch den ganzen Zoo geht. Das ist hier das, was wir vorhin bei den Schildkröten gesehen haben. Hier sieht man natürlich die Düsen noch, ne? Also die hättest du, glaube ich, noch so ein bisschen verstecken können. Aber vom Plätschern her sieht das schon sehr gut aus und sehr interessant. Gefällt mir. Ich finde das auch cool hier mit den Wegen so. Kann man schon hier auch nochmal schauen. Da sind die wunderschönen Faue. Auch so tolle Tiere, ne? Mega toll. Hier kann man nochmal die Schildkröten von ganz nah sehen. Kann man sogar reingucken, wo sie schlafen. Cool gemacht. Definitiv. So. Hier sind dann, glaube ich, nochmal ein paar Mitarbeitergebäude. Hier hast du sogar auch die Wege eingebaut. Und sogar das hier hast du gestaltet. Also sehr viel Liebe zum Detail. Cool. Sehr toll gemacht. So, Rundgang 1 zu den Krokodilen gehen wir jetzt. So wie es aussieht. Auch hier wieder ganz schön dekoriert alles. Oh, da oben geht's hoch. Sehr interessant. Aber erstmal geht's jetzt zu den Crocodiles. Oh, das sieht auch cool hier aus. Nicht schlecht. Das sind Leistenkrokodile. Underwater Viewing haben wir hier so ein bisschen. Ah, hier fließt der Fluss rein. Ich glaube, das ist so die Endstation von dem Fluss. Kann das sein? Kann sein, ich weiß es nicht. Ja, nochmal so ein kleiner Springbrunnen. Sowas finde ich auch immer sehr süß. Musik hast du auch. Leider sind nur gerade keine Krokodile da. Wo sind die Krokodile alle? Da vorne ist eins. Da. Vielleicht kommt sie jetzt mal ins Wasser. Sieht gerade zumindest so aus. Können wir es vielleicht mal sehen. Aber wir können uns auch gar nicht bücken. Das ist eher so für Kinder Underwater Viewing. Weil das sehr niedrig ist. Aber macht ja nichts. Ist auf jeden Fall sehr cool. Hier vorne ist auch so ein schöner Steg. Mit Deko und Booten. Toll gemacht. So, gehen wir mal wieder hoch. Ach, hier hinten kann man auch noch rumgehen. Ah, hier waren wir auch gerade schon. Ja. Let's go. Das war jetzt der Rundgang. Nee, warte mal. Wait. Das war doch kein Rundgang. Egal, wir gehen weiter bei Rundgang 2. Auch hier alles sehr cool abgesteckt hier. Einen eigenen Zaun gebaut. Finde ich cool.
auch total unterschiedlich und so. Sieht wirklich so aus, als hättest du das alles so selber platziert. Man sieht jetzt gar nicht unbedingt, dass du das an irgendeiner Stelle kopiert hast, was du wahrscheinlich gemacht hast, aber hast du auf jeden Fall sehr gut gemacht. Oh, hier schwebt leider das Kratzding so ein bisschen, aber das macht ja auch nichts. Und nochmal ein paar Läden. Cool. Gibt's echt viel zu entdecken. Kann man auch nochmal reingucken. Ausgang, Rundgang. Oh, guck mal, hier sind Gorillas. Oh, was ist denn los? Warum so am Schmollen? Oh, guck mal, er heitert ihn auf. Die sehen immer so traurig aus, wenn sie schmollen, wenn sie so in der Ecke sitzen. Oha, was macht er? Er steckt erstmal sein Gesicht durch die Scheibe. Boah, das sind aber auch Monster, ne? Guck dich mal an, wie breit die sind, ey. Oh, den will man sich nicht anlegen. So, gehen wir mal den Rundgang weiter. Wollen ja hier nichts falsch machen. Oh, Restaurant klingt super. Gerade auch Hunger, also let's go. Hier ist auch wieder Lampen und so überall. Das heißt, ich glaube, das wird bei Nacht super interessant werden. Ich weiß gar nicht, was hast du uns in dem Restaurant nochmal geschrieben? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was aus dem Workshop ist und was nicht. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Auch hier das mit dem Glas und dem Geländer und so. Dass man hier sitzen kann, ist mega cool. Und dann die Krokodile beobachten. Ist auch ein super spannendes Gehege. Cool, nicht schlecht. Was denn hier hinten noch? Auch sogar so ein bisschen Deko. Hier ist wieder eine Toilette. Oh, wo bin ich jetzt? Ach, ich bin direkt in die Frauentoilette gegangen. Okay, da wollte ich natürlich nicht rein. Aber hier geht es dann wieder zurück. Und den Rundgang folgen wir dann in diese Richtung. Oh ne, hier ist abgesteckt. Ich glaube, hier dürfen wir noch nicht lang. Hier ist noch unfertig. Geht's hier rein? Oh, das hier war, glaube ich, aus dem Workshop, ne? Das ist das Gorilla-Haus. Sieht aber auch cool aus mit dem Glas und dem Holz und diesem ganzen Efeu-Bewuchs. Fällt mir definitiv. Und auch das Dach sieht super interessant aus. Auch eine sehr interessante Form und so. Boah, das sieht ja cool aus. Auch hier der Boden. Hammer. Das selber gebaut hier aus einzelnen Fliesen? Sieht fast so aus, ne? Voll interessant. So. Oh, das ist ein Gorilla-Baby. Na du Kleiner. Die können ja auch überall hochklettern. Das ist ja voll cool. Es sieht wirklich hammerinteressant hier aus. Mega cooles Gebäude. Also hast du auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen, das zu benutzen. Oh, das sieht mega cool aus hier. Auf der Seite geht es auch nochmal rein. Ach, hier könnt ihr dann so rüberklettern und so. Ich klettere auch mal hier hoch so ein bisschen, wenn ich es schaffe. Boah, das ist ja richtig komplex. Hier haben wir richtig viele Klettermöglichkeiten. Oh, da kommt auch gerade einer. Oha, gehen wir mal schnell runter und hier rein. So sieht das Ganze dann aus Besucherperspektive aus. Oh, das ist ein cooles Gorilla-Haus. Wenn ich mal sowas Krasses bauen würde, könnte. Weil mir wäre es wahrscheinlich nicht so cool. Aber das ist schon cool gemacht, auch dass die dann hier so oben über einen rüber klettern. Man sieht es zwar gerade durch die Sonne sehr schlecht, aber so ein bisschen kann man schon erkennen. Das ist schon mega cool. So, hier geht es dann nochmal rein. Ach, hier ist schon wieder draußen. Oh. Okay. Kann man dann nochmal ein bisschen durch die Scheiben gucken. Also das Gorilla-Gehege ist wirklich mega interessant. Hammer. Schwarzbär. Hier ist nochmal Essen, Trinken und eine Toilette. So, hier geht's nochmal hoch. Das Gehege sieht tatsächlich noch ein bisschen unfertig aus, muss ich sagen. Hier ist der taiwanische Schwarzbär. Da hinten koppelt auch ein Baby gerade weg. Der sieht noch ein bisschen kahl aus, so. An der einen oder anderen Stelle. Also hier fehlt mir auf jeden Fall noch was. Ich glaube, damit bist du auch noch nicht ganz fertig. Aber auch wieder eine sehr schöne Sitzecke hier. Wo man sich hinschillen kann. Ey, wieso kann ich hier nicht runter? Frech. Okay, ich glaube, wir haben hier alles gesehen. Ich glaube, wir können weiter. Rundgang, Schimpanse. Also das Gorilla-Gehege ist wirklich super spannend. Da hinten kann man auch noch hoch. Ich hoffe, da kommen wir gleich noch hin. Hier kann man nochmal die Bären sehen. Hier können die nicht raus, die Gorillas. Oder kommen die hier gar nicht hoch? Ach nee, die kommen hier gar nicht hoch. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Oh, ich glaube, das ist hier der Schlafplatz von den Schwarzbären, ne? Ja, cool. Sehr gut eingebaut hier.
Das ist cool. Was haben wir hier? Ah, das sind schon die Schimpansen. Auch sehr schön gestaltet, wirklich. Ganz tolles Kletterhaus hier. Was sind denn das für Teile hier? Kenne ich gar nicht. Afrikanisch, ah. Sieht aber interessant aus. Sieht fast aus wie so ein Kinderspielplatz. Und Gerüst. Mega. Echt spannend. Und mit dem ganzen fließenden Wasser und so. Das hast du auch echt gut gemacht. Oh, ihr könnt die auch nochmal hoch. Dann kann man sie ganz vom Nahen noch betrachten. Die anderen Seite, was ist da? Ah, hier können die, glaube ich, auch noch hin. Hier unten. Können die hier auf den Baum auch raufklettern? Ich weiß es gar nicht. Kann gut sein. So, wir gehen mal weiter. Na, hier mit den Düsen ist leider auch wieder nicht ganz so schön. Die muss man auf jeden Fall ein bisschen verstecken. Also ich finde es zumindest immer störend, wenn man das sieht. Aber ich glaube, ich bin da auch immer sehr streng. Was haben wir denn hier? Das ist ein Tiger. Das Königstiger, glaube ich, ne? Sieht heftig cool aus hier. Ne, so ein Dom oder so eine Kuppel. Das sieht schon echt nice aus. Das ist, glaube ich, mit diesen Arktik-Holz, ne? Von dem Arktik-DLC. Sieht cool aus. Okay, hier fehlt natürlich noch ein bisschen was. Das macht nichts. Kann man auf jeden Fall immer rumgehen um diese Kuppel. Sind auch irgendwo Tiger, aber ich kann sie nicht sehen. Gleich fressen sie mich. Ich sag euch das. Okay, wir haben uns noch nicht verlaufen. Das ist gut. Oh. Da ist der Tiger. Also man kann hier einmal drumherum laufen und reinschauen. Hier natürlich rein, einmal gucken. Da ist der Tiger. Boah, das sieht schon interessant aus, ne? Ich mag das mit diesem dunklen Arktikholz. Das sieht cool aus. Oh, was denn jetzt? What is happening? Okay, jetzt hat es geklappt. Wie ist denn das eigentlich bei solchen Kuppeln? Die sind ja von der Form so konzipiert. Brauchen die dann noch Stützen? Oder würde das halten? So eine Kuppel. Ist halt schon sehr groß, ne? Ich glaube, so die ein oder andere Stütze wäre hier wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn es realistisch wäre. Also was finde ich auch immer schwer zu entscheiden. Aber auch super spannend. Also bis jetzt sind alle Gehege richtig cool und... Oh, wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Kleiner Racker, du. Hm? Lass dir mal deine Freiheit. Tup dich mal aus. Du bist ja keine Gefahr für die Gäste. Hier ist so Vivarien, okay. Mit dem brasilianischen Riesenläufer und... Wir hier? Oh, du warst ja voll getarnt. In Leguan. Sehr cool. Auch coole Idee mit dem Wasser dahinter, aber ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz... Ach doch, das ist sogar in so einem extra Glaskasten. Das finde ich aber cool, die Idee mit dem Wasser dahinter. Das macht die echt so ein bisschen belebt, die Vivarien. Ich glaube, das ist, da kann man echt was Cooles draus machen. So, hier geht's auch nochmal hoch. Nehmen wir Tapir. Oh, jetzt bin ich auf dem Dach. Oh nein. RIP. Da gucken wir mal ganz kurz von oben. Nützt ja nichts. Ich weiß, ihr wollt jetzt wieder alle, dass ich den Regen ausmache. Ich kenne es ja aus dem Chat, aber ich finde das echt immer atmosphärisch, muss ich sagen. Ich liebe Regen. Ich weiß nicht, was ihr gegen Regen habt. Ich mach's natürlich aus. Ich mach's natürlich aus. Gucken wir mal ganz kurz vor. Perfekt. Regen ist aus. Jetzt können wir das Ganze nochmal von oben angucken, was wir schon gesehen haben. Nutzen wir mal die Chance. Das sieht schon echt sehr interessant aus. Also hier kannst du es auf jeden Fall den Übergang noch ein bisschen besser machen, dass hier so ein bisschen das Wasser fließt und so. Und auf jeden Fall bewegtes Wasser benutzen. Ich glaube, wartet mal. Ich glaube, das ist hier dieses unruhige Wasser und das hier ist das ruhige Wasser. Da seht ihr ganz gut den Unterschied jetzt gerade. Was macht er denn? Tobt sich richtig aus. Nee, ist aber wirklich sehr cool. Du hast die Gehege echt sehr interessant gestaltet. Und du hast hier sogar eigene Geländer komplett durchgezogen. Sowas finde ich immer sehr anstrengende Arbeit, Geländer selber zu bauen, so wie hier. Ich glaube, das hast du später dann auch nicht mehr so viel gemacht. Mir vorhin zumindest aufgefallen. Das hier ist übrigens das Gorilla-Haus von oben. Mega cool, oder? Also wirklich richtig cool. Super interessantes Gebäude, auch von der Form und vom Dach her. Das sieht schon cool aus. Ja, gefällt mir. Seht ihr, hier hat sie das mit dem Geländer nicht mehr so durchgezogen. Ist aber auch irgendwann echt anstrengend, alles mit eigenen Geländern zu bebauen. Kann ich vollkommen verstehen. Du hast aber wirklich sehr interessante Gehege gemacht.
Das gefällt mir auch richtig gut hier. Das Kletterding. Kann auch sein, dass es aus dem Workshop kommt. Sieht so ein bisschen so aus wie im Kinderspielplatz, auch mit den Fähnchen hier. Ja, hier fehlen natürlich auch so ein bisschen die Stützen, wenn man das Ganze realistisch gestaltet. Also hier müsste auf jeden Fall noch eine Stütze hin. Definitiv. Das hier ist der Tigerdom. Auch cool aus. Ich mag das auch, wenn man die Sachen so bewuchert macht mit Efeu. Bin ich großer Fan von. Auch sieht auch super interessant alles aus, ne? Den Tiger dazu. Ach toll. Das ist schon nice. Der ist echt gut gebaut. So, hier war das Vivarium. Hier sind wir gerade aufs Dach geglitscht, ne? Kann man die Tapire dann sehen. Sieht auch noch ein bisschen unfertig aus, muss ich sagen. Also da fehlt mir ein bisschen was. Also ein bisschen was fehlt mir da auf jeden Fall. Aber ist trotzdem nicht schlecht, das Gehege. Ist schon ganz cool. So, gehen wir mal hier weiter. Ich hoffe, hier ist ein Mitarbeiter. Ach, natürlich nicht. Wenn man sie braucht, sind sie nie da. Der Klassiker. So. Ticket. Okay. Perfekt. Okay, hier hat man dann auch nochmal Underwater Viewing für die Tapire. Hier kann man sie dann nochmal perfekt sehen. Auch wunderschöne Tiere, ne? Also finde ich wirklich. Auch mit den Schönheitsflecken hier. Und die Babys sehen auch so süß aus. Wieso sind eigentlich die Babys so cool gemasert oder so ein cooles Muster? Warum haben die das? Kann mir das jemand in den Kommentaren beantworten? Würde mich mal sehr interessieren. Okay, wo geht's hier hin? Rundgang. Oh, jetzt gehen wir durch diesen coolen Affentunnel, wo die rüberklettern können, ne? Also sowas liebe ich ja, ne? Solche Tunnel sind mega. Das erinnert mich immer an Sea Life, wenn man durch diesen Hai-Tunnel geht. Ach, cool. Genau, hier sind die Mandrills, die haben wir ja vorhin schon gesehen. Oh! Kleiner Mozart. Dung, dung. Cool. Auch sehr cool gemacht, dass du da noch so Sachen platziert hast. Und hier sehen wir natürlich auch die... Oh nein. Oh, Glück gehabt. Hier sehen wir natürlich auch die Okapis. Waren doch Okapis, ne? Ich komme mit diesen Böcken und Viechern immer durcheinander. Da tue ich mich ganz schwer. So, Rundgang rechts, Ausgang links. Wir gehen natürlich den Rundgang. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, auch sehr schön. Schöne Deko, auch schön atmosphärisch mit dem Nebel hier. Und die Düsen, ja, ist immer doof, wenn man die sieht. Aber das ist auch schwierig an solchen Stellen tatsächlich. Deswegen finde ich es immer schade, dass man die nicht unsichtbar machen kann. Das ist echt schade. Das wäre sehr schön. Aber bis jetzt habe ich mich nicht verlaufen. Das ist wirklich gut ausgeschildert. So, Rundgang 1. Das heißt, wir gehen hier als erstes lang. Das ist auch überall diese coole Dschungeloptik. Das gefällt mir. Okay, hier geht's rein. Was sind wir denn jetzt hier? Ich glaube, hier hättest du sogar lieber diesen Boden lassen können, den Standardboden, als das hier. Finde ich ein bisschen schöner, muss ich sagen. Ist auch ein bisschen zu hoch platziert, weil die Leute, siehst du ja, mit den Füßen sind die im Boden drin. Sieht man aber dann nochmal so eine Beobachtungsgalerie. Oh, da sieht man nochmal hier die... Das jetzt Bongos? Das sind jetzt Bongos, okay. Seht ihr, die haben... Längeres Geweih, wenn man das so nennt. Haben die Okapis nicht. Ach, auch sehr cool. Ja, gefällt mir. Was haben wir hier noch? Oh, da haben wir nochmal eine Schildkröte. Also das mit dem Boden hier gefällt mir nicht so. Das hätte es ein bisschen niedriger machen müssen. Passt auch so nicht vom Ausblick her von der Scheibe. Aber das ist ganz cool. Man kann hier dann nochmal die Galapagos-Riesenschildkröten sehen. Und da hinten... was mögen das sein? Sind das Bongos? Bonobos. Ne, Schimpansen immer noch. Ach, das ist wieder das Gehege, oder was? Ich weiß es nicht. Hier ist auch so eine Rutsche. Wow. Okay, gehen wir mal weiter. Und Gang 2. Okay, jetzt gehen wir hier rüber. Können wir das dann nochmal sehen? Hier ist auch ein Wasserfall. Hier sieht man leider wieder die Düsen. Das ist immer das, was ich meine. Aber auch sehr cool, dass die Schildkröten hier so unten rein können. Ist doch jetzt aber ein anderer Spielplatz, oder? Ja. Das ist immer noch das gleiche Gehege? Ach nee, wir sind auf der anderen Seite einfach. Wovon waren wir hier? Da ist nämlich hier das... Hier im Hintergrund seht ihr dieses Gorilla-Haus. Cool, hier ist sogar noch eine Rutsche. Ich kann mir echt vorstellen, dass es aus dem Workshop kommt. Das wäre so ein klassisches Workshop-Objekt. Was gibt es denn hier zu meckern? Was haben wir hier? Sind das auch die Schimpansen? Oder sind das jetzt Bonobos? Das sind jetzt Bonobos.
Schimpansen und Bonobos, finde ich, sehen sich sehr ähnlich. Gerade vom Weiten. Irgendwas scheint denen da nicht zu passen. Ist aber cool. Sehr cool gemacht, die Gehege. Sehr coole und interessante Klettermöglichkeiten haben die Tierchen auf jeden Fall. Und hier kann man die dann nochmal beim Schlafen sehen. Oh, auch hübsche Tiere, ne? Wirklich sehr süß. Ach toll. So, hier geht's auch nochmal hoch. Affenturm, Ende Rundgang. Wir gehen erstmal hoch auf den Affenturm. So, hier hat man dann nochmal einen wunderschönen Ausblick auf die Gehege. Links und auch rechts. Ja, nee, andersrum. Rechts und dann links. Jetzt sind wir links. Das sind jetzt hier die Gorillas. Das ist schon cool gemacht. Und dann kann man sogar noch eine Etage höher. Auch mit so einem interessanten Glasdach. Und hier kann man dann nochmal die Bonobos und so angucken. Und sogar nochmal die Krokodile. Das ist schon ziemlich smart gemacht, so mit diesen doppelten Plattformen. Also, dass hier eine ist und auf dieser Seite. Dadurch hat man wirklich nochmal einen super Überblick. So, Ende Rundgang. Ich glaube, jetzt geht's zum Ausgang. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, das mit dem Rundgang hast du wirklich sehr gut gemacht. Ich habe mich nicht verlaufen, ich habe alles gesehen. Das war wirklich toll gemacht. Hammer, cool. Ich glaube, ich kann jetzt hier zurückgehen und komme dann zum Ausgang. Also gehen wir mal nochmal in die Top-Down-Perspektive. Also er ist noch relativ klein, der Zoo, aber dafür, dass er so klein ist, haben wir wirklich viel gesehen. Es war wirklich sehr schön alles gebaut. Hat mir sehr gut gefallen, Sonja. Echt cool. Was ist das hier? Ach, das ist der Eingang hier zu den Bären. Jetzt können wir es auch nochmal mit dem Bären sehen, wenn er da schläft. Ach, süß. Also wirklich, sehr viel Liebe zum Detail. Einige Sachen kann man natürlich noch verbessern, gerade das mit den Düsen und so. Aber hier sind schon echt coole Sachen drin. Das hier war auf jeden Fall für mich ein großes Highlight. Aber es war schon viel wirklich cool. Also ganz, ganz toller Zoo. Hat richtig viel Spaß gemacht. Wir gucken natürlich noch bei Nacht, bevor ich es vergesse. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Einige Sachen hast du ja wirklich gut ausgeleuchtet. Hier waren wir auch, ne? Das sieht schon alles sehr interessant aus. Das ist hier diese Krokodil-Underwater-Viewing-Geschichte. Okay. Boah, das sieht aber schön aus bei Nacht. Oh, auch hier mit den Laternen in den Bäumen. Sehr toll. Die Gebäude auch toll beleuchtet. Also bei den Gebäuden hast du ja teilweise geschrieben, dass die aus dem Workshop kommen und dass du die umgebaut hast. Sehen auf jeden Fall echt cool aus. Falls du sie nicht selber gebaut haben solltest, dann hast du auf jeden Fall einen guten Geschmack im Workshop bewiesen. Auch echt cool hier mit der Beleuchtung und so. Das sieht toll aus. Echt nice. So, das ist jetzt nochmal das Gorilla-Haus. Wow, das ist echt cool, das Gorilla-Haus. Hier oben klettert der dann nochmal. Hier ist auch alles richtig cool beleuchtet. Dieser Weg ist, glaube ich, echt selbst gebaut. Ja, aus einzelnen Fliesen. Krass, okay. Nicht schlecht. Dann wahrscheinlich eingefärbt, jede einzelne Fliese. Dann hat man nämlich dieses coole Muster, was man... Oh. Ja, so viel dazu. Was man da sieht. Ist auf jeden Fall echt nice. Gefällt mir. Da sieht man hier noch irgendwas. Ja, das ist nur teilweise beleuchtet. Alles hast du wohl noch nicht geschafft. Und der Rest ist, glaube ich, relativ dunkel. War aber mega cool. Das war das Jungle Adventure. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich es nicht... Habe ich es vergessen gerade und sag was Falsches? Nee, ich glaube nicht. Jungle Adventure kommt, glaube ich, hin von Sonja. Oh Gott. Okay, so vergesslich bin ich gar nicht. Es war alles richtig. Ich war mir gerade echt unsicher, ob der Zoo-Name richtig ist und der Erstellername. Aber das war das Jungle Adventure von Sonja. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich fand ihn richtig cool. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Sonja fandet. Und wenn ihr ihn selbst ausprobieren wollt, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze für euch hochgeladen. Da könnt ihr es runterladen und selbst mal installieren und ausprobieren. Wenn ihr einen Zoo habt, könnt ihr den auch einsenden. Dazu stehen unten in der Videobeschreibung auch alle Infos. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.